Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es darum, warum man sich sehr gut überlegen sollte, mit wem man verkehrt und mit wem nicht, öffentlich. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, will Söder jetzt Querdenken vom Verfassungsschutz beobachten lassen. Jetzt kann man davon ausgehen, wenn Söder das sagt, dann hat er irgendwelche Trümpfe in der Hinterhand. Und wie konnte es jetzt sein, dass er solche Trümpfe in der Hinterhand hat, gegen Querdenken, dass er jetzt in der Öffentlichkeit vorpreschen kann. Auffällig war, dass Michael Ballweg beim Monitor von Nikolai Lehrling aufs Schlimmste blamiert wurde. Er kalt erwischt wurde. Im Folgenden der Ausschnitt. Und sich auch umarmt. Haben wir getan. Mhm. Ja, also der Herr Bergmann hat nicht nur den Herrn Nehrling umarmt, sondern auch viele andere Menschen. Aber Herr Nehrling scheint sich ja auch wunderbar mit Ihnen zu verstehen, zumindest wenn man ihm zuhört. Wir haben ja mal ein Video und es ist ein kleiner Auszug aus einer Rede von Herrn Nehrling, einem bekannten, nochmal Rechtsextremisten am Rande der Demonstration. Und der Michael Ballweg, der hinterfragt auch Dinge kritisch. Ich habe mich mit ihm mal getroffen, waren wir schön grillen und ich habe versprochen, dass ich darüber auf keinen Fall sprechen werde. Egal. Ja, was schert mir mein Geschwätz von gestern? Und was wir Michael verdanken, was wir wirklich verdanken, sind die 6 Millionen, die jetzt auf der Straße sind hier in Berlin. Die sind hierher gekommen, weil es Querdenken gibt. Und jetzt weiß ich ja nicht, welche genau rechten Positionen Sie ansprechen. Also die Aussage von Herrn Lenzblopper und habe ich ja schon kommentiert. Das, was jetzt der Herr Nehrling da gesagt hat, dass er sich bedankt hat und gesagt hat, ich habe die Demonstrationen gemacht, da kann ich jetzt keine rechte Position erkennen. Ich meine, Herr Ballweg, sorry, dass ich da reingehe. Der Mann spricht von 6 Millionen Demonstranten. Da klingelt nichts bei Ihnen? Da klingelt gar nichts bei Ihnen? Ja, sind Sie so naiv oder tun Sie nur so? Es gibt halt Menschen, die begeistert sind und dann in ihrer Begeisterung übertreiben. Es hatte ja gestern ein Professor hier auf YouTube. Und deswegen muss man den Holocaust. Und deswegen muss man den Holocaust mit in so ein Statement reinbringen. Ja? Warum hat er das gemacht in seinem Beitrag? 6 Millionen, das ist die Zahl der 6 Millionen ermordeten Juden in Deutschland, die er damit anspricht. Er spricht von 6 Millionen in Berlin. Ach, okay. Bitte nochmal zu der Frage, sehen Sie nicht die Gefahr, es geht ja nicht nur um Nikolai Nehrling. Wir haben ja die ganzen Organisationen angesprochen. Es ist eine bekannte Strategie von Rechtsextremisten, sich genau solche Organisationen und Veranstaltungen wie ihre Demonstration auszusuchen, weil man genau weiß, dass man damit möglicherweise mit den Positionen weiter in die Mitte der Gesellschaft vordringt. Sehen Sie die Gefahr nicht? Und wir haben das jetzt ja ausführlich diskutiert, angesichts der Leute, die da auf ihren Podien sind, angesichts der Leute, die dabei in Mitdemonstrationen demonstrieren, angesichts der Symbole, die man auf ihren Demonstrationen sieht, angesichts der Organisationen, die massiv aus dem rechtsextremen Rand für diese Demonstrationen und weitere Demonstrationen, für die sie verantwortlich sind, mobilisieren. Jetzt kann man sich fragen, ja, das war doch irgendwie ein tragischer Unfall. Nikolai Lehrling ist halt einfach sehr überzeugt, er brennt für die Sache. Und das mit den 6 Millionen, das lag ihm so auf dem Herzen, es brennt in ihm so, das musste er sagen. Und gleichzeitig hat er in der gleichen Rede ein Absprechen mit Michael Ballweg gebrochen. Er hat gesagt, die sind miteinander in Kontakt und hat dann gesagt, oh, ich hatte ja ihm eigentlich versprochen, dass ich das gar nicht sage. Oh, jetzt ist es mir rausgerutscht. Und in derselben Rede kommt er mit den 6 Millionen. Das ist ja, mit dieser Provokation. Das ist ja eine sinnlose Provokation. Der Holocaust ist wirklich bestens belegt mit Zeugenaussagen, Fotos. Und das Entscheidende ist jetzt kann man sagen, mit der Zahl, man weiß es ja nicht und vielleicht hat ja der Nikolai Lehrling irgendwelche Spezialinformationen und das ist alles gelogen und der Mainstream belügt uns. Aber allein der Wille der Nazis, möglichst viele Juden zu töten, der ist so unstrittig, der ist auch so gut dokumentiert. Und was soll jetzt diese sinnlose Provokation? Und vor allen Dingen ist ja auch auffällig, dass Monitor diesen Schnipsel parat hatte. Jetzt kann man sich sagen, okay, ja, die vom ARD, ZDF, die haben so viel Geld, die haben überall ihre Leute, die wissen über alles Bescheid. Aber man kann sich fragen, war das jetzt wirklich ein Zufall, dass er jetzt, dass Monitor diese Rede parat hatte, diesen Schnipsel?
Oder hat vielleicht der Nikolai Lehrling den Leuten selbst gesagt, hier? Oder es war vielleicht geplant? Das ist eben nicht auszuschließen. Jetzt schauen wir uns mal an, wie sich Nikolai Lehrling sonst so äußert. Zum Beispiel kommt er immer ganz nett rüber. Und Querdenken ist ja auch jetzt noch mit ihm in Kontakt. Und das halte ich für einen großen Fehler. Weil, wenn man sich jetzt allein schon diesen Vorfall anschaut, das muss er wissen, ich meine, der Nikolai Lehrling ist nicht dumm. Das muss ihm klar sein, dass er Michael Ballweg, dass er da ihn damit blamiert. Die Absprache, dass man nach außen nichts sagt, und dann kommt er noch gleich mit den 6 Millionen raus. Das ist eigentlich für sich schon so, man muss auf diese Zeichen hören. Und wenn man auch manchmal, ich habe da auch schon den Fehler gemacht, man muss auf solche Kleinigkeiten achten. Und dann wird einem der Charakter eines Menschen klar. Und man neigt dazu, sich das schön zu reden. Zu sagen, ach, das war halt, ist halt irgendwie blöd gelaufen und ist ja irgendwie doch nett. Man möchte eigentlich, dass die Realität schön ist, dass die Leute nett sind. Aber man muss dann zu dem Punkt kommen und erkennen, das kann eigentlich kein Zufall sein. Das kann kein Zufall sein. Und wenn man jetzt da mal genauer hinguckt beim Volkslehrer, seine Position, er kommt ja immer ganz nett rüber. Also er tut immer, sieht immer ganz sympathisch, immer ganz nett. Aber wenn man sich jetzt seine Position auf dem Papier mal anguckt, er befürwortet einen arisch-islamischen Pakt. Dann würde ich vorschlagen, machen wir eine arisch-islamische Union. Jawohl. Ne? Verbinden uns gegen den Unverstand, gegen das Böse, gegen das Schlechte. Ja. Und gucken, dass wir hier, soweit wir es können, wieder einiges zum Guten drehen. Jawohl. Wenn wir zusammen geschlossen sind, wird niemand in der Lage sein, uns zu spalten und uns zu bekämpfen. Also ja, islamische arische Union. Und alles für Deutschland. Ja, das hoffe ich auch. Also, Kane, vielen Dank. Danke dir. Alles Gute dir und wohlan. Vielen Dank, wohlan. Was war in dem Video zuvor passiert? Alle islamistischen Gewalttaten wurden irgendwie so runtergespielt. Ja, das hat ja mit dem Koran und so gar nichts zu tun und wir sind ja alle ganz nett, wir haben uns alle ganz lieb. Und jetzt machen wir unseren arisch-islamischen Pakt. Dann mit Michael Stürzenberger gab es mal so einen Vorfall. So Welt lebe ich denn hier? Ja. Aber ich bin, anders als du, sehe ich die Gefahr noch auf einer anderen Ebene. Also ich denke ja, dass mit dieser Islamisierung ist natürlich eine Riesengefahr, keine Frage. Aber die Frage ist, wo kommt das denn eigentlich her? Ja, wer hat denn für diese ganzen Kriege gesorgt, diese ganzen Konflikte? Ich meine eben nicht, dass diese ganzen Anschläge authentisch waren. Also weder in Berlin, noch in München, noch in Paris und sowas, Charlie Hebdo, das war alles inszeniert, das war alles fingiert. Fake? Ja, Fake-Angriff. Ja, keine München, da war ja der Bayerische Rundfunk dabei. Geheimdienste. Der protokolliert alles, der Bayerische Rundfunk. München. Ja, München Anschlag. München war ja kein islamischer Terroranschlag. Gutjahr war da dabei und wie kurz eine Woche vorher war in Nizza. Gutjahr, genau. Und live gefilmt und da reinfleckt. War nicht seine Frau auch sogar in... Aber da gibt es ein Video, wie seine Frau und seine Tochter, die die ganze erschreckt, wissen, dass da kriminelle Sachen abgelaufen sind, wie die gefragt wurden auch vom Fernsehen. Also Nizza, der Moslem, der mit dem LKW über die Strandpromenade gefahren ist, war kein Moslem. Nee, also war vielleicht ein Moslem, aber der kann auch gesteuert werden. Von wem? Geheimdienst natürlich. War ganz klar gekauft für den Geheimdienst. Also die Sache ist klar. Also die Geheimdienste machen die ganzen Terroranschläge. Ja, die Moslems sind instrumentalisiert vom Geheimdienst? Oder sind es? Moslems sind strategische Verschiebemasse. Also die Moslems lassen sich vom Geheimdienst sagen, macht jetzt mal einen Anschlag in Berlin. Genau, der IS ist Geheimdienstaktion, ja, das ist Al-Qaida, ihr Geheimdienst. Das ist alles Geheimdienst. Also denke ich alles auch. Geheimdienst. Natürlich. Westliche Geheimdienste. Ja, klar, amerikanische Geheimdienste. Ja, amerikanisch muss er wahrscheinlich auch noch mit. Ja, oder dabei, Gladio oder so. Also jetzt kann man sich ja denken, okay, ja, wir wissen ja, die Altmedien, die täuschen, die verschweigen. Wir wissen nicht, was dahinter steckt, was die Geheimdienste alles machen, was wir alles nicht mitkriegen, was die uns nicht erzählen. Aber dass jetzt alle, er redet ja von allen Anschlägen, dass alle islamistischen Anschläge der Geheimdienst verantwortlich sein soll, das ist einfach plattes Gerede. Das kann man einfach so behaupten, weil auch noch alle, da merkt man, da stimmt was nicht. Und was ist dann der Sinn dahinter? Schauen wir uns mal die Vergangenheit von Nikolai Lehrling an, bei einem Interview mit FSN.
Wie ist es denn eigentlich dazu gekommen, dass du jetzt hier sitzt? Also was hast du quasi so zwischen 15 und 35, wie ist es dazu gekommen? Also dein Werdegang mehr oder weniger, hin zum Politischen. Ein bewegter Werdegang, würde ich sagen. Und er war nicht geradlinig, überhaupt nicht. Also ich komme aus keiner völkischen oder nationalen Familie, nicht mal rechtskonservativ, nicht mal irgendwie konservativ, also nicht mal eigentlich heimatliebend. Mhm. Ja. Wobei doch, heimatlieben tun sie schon, aber ja, darüber hinaus geht es ja auch nicht weiter. Ich komme eigentlich eher aus einer linken Familie und bin auch so aufgewachsen und habe mich selber auch immer eigentlich als Linken gesehen. Jetzt nicht linksradikal oder nicht extrem, aber wenn ich die Wahl hatte, zu einem Faschokonzert zu gehen oder halt irgendwo Antifa-Punk-Konzert, dann wäre ich meistens hat man die Wahl nicht unbedingt so. Nee, du hast recht. Einmal, wobei, also mit 15, da hatte ich mal eine Zeit, da habe ich viel Onkels gehört, mit Kumpels im Dorf. Die waren aber alles, die waren alles Linke. Wir haben auch schön gekifft immer, ja. Klar. Und Onkels gehört. Ja. Und da wollten wir eine Onkels-Party machen. Und das haben aber die Faschos aus dem Dorf um die Ecke mitbekommen. Und ich bin dann irgendwann mal, bin ich von der Party kurz nach Hause, weil ich noch was zu rauchen holen wollte. Ich hatte noch ein bisschen Dope da liegen. Yeah. Und als ich zurückkam, war der ganze Vorhof schon voll mit Faschos. Ne? Und ich war völlig geplättet erstmal und dachte, hier ist ja was los. Bin reingegangen dann und die guckten aber schon so komisch. Ja, und meine Kumpels waren ganz verängstigt in der Garage. Das war so eine Garage, die wir ausgebaut hatten. Und haben dann da das Bier halt umsonst rausgeben müssen, weil mit Nazis diskutierst du halt nicht, weißt du. Was ist hier auffällig? Nikolai Lehrling gibt von sich aus an, er war links, aber eigentlich politisch uninteressiert. Eigentlich so ein lockerer Typ, Party-Typ, geht auf Partys, nimmt Drogen und es wirkt so ein bisschen so, als sei ihm das so alles so ein bisschen egal. So, ja, der lässt es locker angehen, der lässt es auch mal krachen, sozusagen. Und jemand, der also erstmal links ist, und sagen, er fühlt sich der Antifa näher als dem Rechten. Da kann man sich erstmal fragen, überhaupt in was für Kreisen verkehrt der. Und dann kommt dieser Schwenk, dass er plötzlich das mit den 6 Millionen, dass es ihm so wichtig ist, dass er das dann auf der Demo groß erzählen muss. Und damit Michael Ballweg in den Dreck zieht. Und jetzt besteht die Möglichkeit, dass er vom Verfassungsschutz bezahlt ist und sozusagen ausspionieren soll. Und es ist ja so, dass die Linken gern täuschen. Das merkt man ja zum Beispiel mit Stürzenberger, dass sie so ihr geheimes Spielchen spielen und sie dann in so einer überlegenen Position sind. Sagen sie nach außen was vorgeben und in Wahrheit selbst gar nicht glauben. Sie sagen ja zum Beispiel immer, die Antifa sagt immer, sie sind die Antifaschisten, aber sie verhalten sich faschistisch. Und dem sind sie sich natürlich bewusst. Das heißt, das ist einfach eine Enttäuschung nach außen, Propaganda nach außen. Sie diskutieren gar nicht ehrlich. Das ist gar nicht ihre ehrliche Meinung, sondern sie geben eine Meinung nach außen vor und spielen mit dem Diskutanten. Sie haben auch meistens eine sehr aggressive Meinung, wie jetzt gegen Stürzenberger, dass er ein Nazi ist und so Sachen. Aber sie glauben selbst nicht dran. Und das vermittelt, dann kann man sich schon so vorstellen, wie so sie insgeheim feixen. Ha, jetzt lege ich den aufs Kreuz. Und diese Linken, die lieben das, andere aufs Kreuz zu legen. Sagen sie, ich weiß was du nicht weißt, und ich lege dich jetzt richtig schön rein. Du denkst, ich bin doof, dabei bist du doof. Und das merkst du dann irgendwann und dann denkst, und dann ist aber schon alles zu spät. Dann bist du schon verloren. Es war ja auch so, dass diese hier in den Foren überall, also unter den ganzen Videos, immer die dummen Linken, die wurden jahrelang immer unterschätzt, ach, die sind so doof. Aber unter der Prämisse, dass sie das Ziel haben, ein wohlhabendes Deutschland, dass es uns allen gut geht, zu haben. Aber das ist vielleicht gar nicht deren Ziel, sondern die haben vielleicht ganz andere Ziele. Das haben sie aber nach außen nicht kommuniziert. Da haben sie natürlich die Leute schön reingelegt. Und Nikolai Lehrling kommt ja auch aus diesem linken Milieu. Da kann man sich natürlich auch schon vorstellen, das ist auch so ein verschlagener Typ, der mag es, andere aufs Kreuz zu legen. Und so einer ist dann natürlich ideal dann für den Verfassungsschutz. Er hat ja auch so ein Klassenbuch geführt und E-Mail-Adressen abgesammelt. Warum macht man sowas? Was ist denn der Sinn dafür, dass jetzt sich Leute mit einer E-Mail eintragen? Kann man sich übrigens auch gut fragen, was dann Tim Kellner damit bezweckt hat. Ich mag ja seinen Kanal, aber was sollte das mit den E-Mail-Adressen?
ich finde das ganz toll, mit Leuten zu reden. Und man soll auch mit allen Leuten reden und sich für sie interessieren. Aber man muss dann ein Auge dafür haben, ob die Leute ehrlich sind mit einem. Ob sie tatsächlich ehrlich diskutieren, dass ihre ehrliche Meinung ist, oder ob sie in Wahrheit eine andere Meinung haben und sie mit einem spielen, einen hintergehen. Und woran man immer gut erkennen kann, dass man hintergangen wird, das merkt man jetzt zum Beispiel bei diesen Antifanten, wenn sie auf wichtige Argumente irgendwie nicht plausibel reagieren können oder nicht überrascht sind, aber dann die Antwort nicht plausibel ist. Im Folgenden eine kurze Passage aus einem alten Video, in dem die Verschlagenheit von Linksextremen gut offensichtlich wird. Interesse, Sie kurz zu unterhalten? Nein? Und man könnte sich ja mal austauschen über die verschiedenen Standpunkte. Sie auch nicht? Ich glaube, verschiedene Standpunkte gibt es genug zu. Was hier auffällt, dieser eine junge Mann, ja, so einen Umhang, so einen bunten Umhang an. Damit will er suggerieren, er ist gut, er ist für Frieden. Diese ganzen Plakate deuten ja darauf hin, wir sind die Guten, wir sind die Netten. Das ist aber reines Framing, reine Propaganda. Michael Stürzenberger und die AfDler sollen glauben, ja, dass das deren Anliegen ist, dass sie naiv sind. Und jetzt behauptet dieser Mensch einfach, dass Stürzenberger ein Nazi ist. Und tut so, als wäre das seine Überzeugung. Weil vielleicht könnte man ja Missverständnisse ausräumen. Bin ich ein Nazi? Ja. Jetzt wird's interessant. Jetzt probiert Michael Stürzenberger mit diesen Menschen zu reden. Und normalerweise müsste dann ja, ist ein Mensch, möchte ja dann seine Meinung vielleicht revidieren. Vor allem gerade, wenn man jetzt jemandem was Schlimmes vorwirft, dann möchte man ja denken, ist es denn wirklich so? Ist dieser Mensch wirklich so schlimm? Ich habe die Weiße Rose wieder gegründet mit der besten Freundin von Sophie Scholl. Seltsam für Nazi, oder? Oder? Und jetzt sieht man, er sagt gar nicht, oh, ihr habt das wieder gegründet, ihr seid vielleicht gar keine Nazis. Dann muss ich das ja überdenken. Sondern er guckt so zur Seite weg und will das gar nicht hören. Das heißt, es wirkt eher so, dass er jetzt überlegt, was sage ich denn jetzt? Besten Freundin von Sophie Scholl. Zu sehen ist, dass der Nebenmann im weißen Hemd unauffällig versucht, ihm ein Zeichen zu geben, die Diskussion abzubrechen. Besten Freundin von Sophie Scholl. Mit der besten Freundin von Sophie Scholl. Warum möchte der Mann im weißen Hemd das? Warum möchte er sich mit Stürzenberger nicht versöhnen? Wohl auch dieser probiert ihm zu zeigen, dass er kein Nazi ist. Er möchte diesen Dialog unterbinden, um das Alibi aufrechtzuerhalten, um sich nicht zu verraten. Ich glaube, Sie wissen gar nichts von uns, oder? Und eigentlich jetzt müsste es Michael Stürzenberger klar sein. Aber er glaubt hier, das werden wir jetzt gleich sehen, er glaubt immer noch an die Dummheit sozusagen. Aber hier ist ganz eindeutig, dieser Demonstrant müsste jetzt sagen, was, ihr habt die Weiße Rose wieder gegründet, dann seid ihr ja gar keine Nazis. Okay, das tut uns leid, dass wir euch so einfach so verdächtigt haben, obwohl das ja gar nicht zutreffend ist. Oder es müsste zumindest ein Zweifel da sein. Sie konstruieren sich ein Alibi, um zu hassen, um Michael Stürzenberger und die anderen zu entmenschlichen. Sind Sie gegen Faschismus? Wir reden nicht mit Nazis. Sie sagen, Sie reden nicht mit Nazis. Das wirkt erstmal albern, aber es ist extrem bedrohlich. Nazi ist ja das Schlimmste, was man sein kann. Ein Dämon, wer ein Nazi ist, der ist eigentlich kein Mensch. Da denkt man immer an Auschwitz, wie Leute in die Gaskammern getrieben werden. Das ist ja die Unterstellung, die Michael Stürzenberger hier gemacht wird, einfach so. Und das ist nicht albern, das ist bitterer Ernst. Wenn man jemanden so schlecht darstellt, dann schafft man eine Legitimation für einen Mord. Ich weiß nicht, wie es euch geht, zum Beispiel bei Lisa Licentia. Ich dachte eigentlich immer, mit den Demos ist ja super. Den Kanal sollte ich eigentlich gucken, um Material für meine Videos zu bekommen. Aber irgendwie musste ich bei Lisa Licentia immer abschalten, weil was sie erzählt hat, das erschien mir irgendwie nicht authentisch, nicht plausibel. Und so war es bei Nikolai Lehrling eigentlich auch. Ich habe dann diese Passage mit Stürzenberger gesehen und dann war er eigentlich bei mir unten durch und dann, oder ich habe dann auch zwischendurch mal bei ihm reingeschaltet, aber was er dann erzählt hat, das erschien mir immer so gar nicht so einleuchtend. Das ist für mich immer so ein starkes Indiz, wenn einem die Argumentation wirklich, man sich da gar nicht reinversetzen kann, es einem gar nicht einleuchtet, wieso jetzt zum Beispiel der Nikolai Lehrling jetzt dann von den 6 Millionen erzählen muss, was da jetzt der tiefe Sinn ist, da sollte man ganz vorsichtig sein. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe. Vielen Dank übrigens für die vielen Spenden. Die Kriegskasse füllt sich.
Und ja, also ich habe jetzt ja auch die ganze Arbeit schon gemacht eigentlich mit der Recherche. Und jetzt suche ich noch einen Anwalt. Ich habe schon diese ganzen Begründungen, warum die Strikes, warum das ungerechtfertigt ist. Ich habe eigentlich schon so einen riesigen Abmahnungsbrief vorbereitet. Und da muss man eben durch. Das erscheint einem so groß. Erstmal, ich habe da auch nicht so die Erfahrung. Aber darauf setzt YouTube, denke ich, in großen Stücken. Weil wenn man sich Niki anschaut oder nur Wieso, die können kritische Videos machen. Und sie werden nicht gelöscht. Und jetzt sieht man ja, wie ganz viele andere Kanäle gestrikt und gelöscht werden, die eben noch nicht den juristischen Weg gegangen sind. Und die YouTube-Richtlinien lassen viel zu. Die lassen sehr viel zu. Und in dem Rahmen muss man sich bewegen können. Und YouTube hat natürlich diese Richtlinien großzügig, weil sie ja nach außen wollen sie ja gut dastehen. Sie wollen ja nicht irgendwie darstellen, dass sie zensieren. Das wollen sie ja nicht. Und ja, also vielen Dank für die Spendengelder. Wie gesagt, das ist ein Pool, das ist alles offen einsehbar und das hat also einen festen Verwendungszweck, das Geld. Und wenn ich gewinne und Schadensersatz bekomme, dann kriegt ihr euer Geld alle zurück und noch die Schadensersatzsumme verteile ich auch noch. Also macht's gut.